was ihr noch machen könnt. Oh ja, gut. Ich mag immer die Leute, die hier wirklich. Oh ja, oh ja, 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 ja. Siehst du? Das Schwein, das ist brandgefährlich, Leute, wirklich. Lasst sowas. Geht hinterm Bus vielleicht vorbei. Wenigstens auf der Straße seid, aber nie vorm Bus. Ihr wisst nie, wer ihr vorbeirast. Nee, ihr könnt doch positive Punkte sammeln, indem ihr halt Fahrkarten kontrolliert. Jetzt, wenn jemand. Oh. Hallöchen. Hi. Ich wollte mich eigentlich gar nicht zu Ihnen setzen. Also gerne. Ja, Freunde, gut Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen weiteren Video hier zur Kartenerweiterungsmission beim Bussimulator 21, in dem wir, oder beziehungsweise ich für euch eine kleine Komplettlösung mache für all diejenigen, die vielleicht irgendwo hier Hilfe brauchen und einfach vielleicht beim Bussimulator 21 gut unterhalten werden möchten. Kartenerweiterungsmissionen sowie Schulbusmissionen sind doch ein bisschen sehr kurz gehalten. Ihr seht es ja hier, wir haben eigentlich drei Nebenquests, diese sind aber, ja, mehr oder weniger schwer bzw. einfach. Und eine davon haben wir schon geschafft, das ist nämlich, verbinde zwei Routen mit dem Hazel Hotel. Das Hazel Hotel ist hier natürlich bei der Kartenerweiterung, das ist irgendwo hier oben, wir müssen mal kurz gucken. Hier oben haben wir das Hazel Hotel. Also nochmal vielleicht für diejenigen, die darunter vielleicht nicht viel verstehen in Sachen zwei Routen. Ihr müsst eigentlich nur zwei Routen erstellen, wo auch dieses Hazel Hotel, die Haltestelle, mit inbegriffen sind. Egal, ob als Ersthaltestelle, als Endhaltestelle oder irgendwo was dazwischen. Einfach nur zwei Routen erstellen. Und wenn ihr diese halt nicht mehr braucht und die Nebenquest geschafft habt, könnt ihr diese natürlich auch selbstverständlich löschen und ja, den Weg für weitere Routen freimachen. Jetzt sollen wir das Hazel Hotel auf Stufe 3 erhöhen. Das können wir verbinden mit der letzten Nebenmission, nämlich erreiche eine Zufriedenheit von 4 Sternen auf einer Route in Hazel Hotel, also wahrscheinlich mit dem Hazel Hotel. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal eine neue Route errichten, indem wir jetzt einfach mal komplett jetzt hier die löschen. Ja, da ist zum Beispiel einmal das Hazel Hotel, das löschen wir jetzt einfach mal, weil dann bauen wir das jetzt gemeinsam. So, und ihr wisst ja, Zufriedenheit heißt einfach, ihr fahrt die Route zu Ende und am Ende ploppt dann ein kleines Fenster auf mit 1 bis 5 Sternen, wie gut ihr diese Route abgeschlossen habt. Also ihr müsst nicht notgedrungen eine große Route machen, es reicht vollkommen, wenn ihr eine kleine errichtet. Und das machen wir einfach mal. Bloß nicht vergessen, das Hazel Hotel, das soll mit dabei sein. Wir nutzen einfach mal jetzt hier den Weg. Wir fahren jetzt einfach mal hier so ein bisschen im Kreis. Und dann nehmen wir das Hazel Hotel als Endstation. Das war es im Endeffekt schon gewesen. Das übernehmen wir. Und diese Route werden wir natürlich auch jetzt gemeinsam fahren. Nehmen wir uns irgendeinen schönen Bus. Und dann ist es natürlich wichtig, hier ordnungsgemäß alles abzuschließen. Das heißt, an jeder Haltestelle, die ihr anfahrt, Blinker rechts bedienen. Und ganz normal die Türen öffnen. Da seht ihr jetzt schon, ihr kriegt zum Beispiel jetzt so ein grünes Ausrufezeichen, heißt, dass ihr was gut gemacht habt. Ein rotes heißt, dass ihr was falsch gemacht habt. Das kann nicht sein. Ich komme gerade aus der Nachtschicht. Ich habe nicht geduscht, aber das hole ich gleich nach. Aber erst einmal Videos machen. Und 10 Cent. Ich hatte stundenlang einen Ohrwurm von All Directions Love Bug. Wir machen die Türen zu. Und jetzt Blinker links setzen. Wenn ihr abfahrt, werdet ihr gleich sehen. Ja, normalerweise soll es eigentlich dafür einen Punkt geben. Wie gesagt, immer schön aufpassen. Nicht so viel an Randsteine mitnehmen, dass die Fahrgäste aufgeschreckt werden. Das ist auch vielleicht noch relativ wichtig zu erwähnen. Blinker setzen, wenn ihr zum Beispiel wie hier abbiegen müsst. Und ihr seht, das war jetzt positiv gewesen, korrektes Setzen vom Blinker. Das müsst ihr eigentlich im Endeffekt einfach nur beachten. Ihr könnt gute Punkte sammeln, indem ihr wirklich den Halt, den wir jetzt hier zum Beispiel haben, Blinker rechts setzen und diesen gut und perfekt und pünktlich erwischen. Perfektes Timing. Anscheinend kein perfekter Halt, merkwürdigerweise. Vielleicht sind wir ein bisschen zu weit vom Bordstein weg, aber dafür gibt es halt auch Punkte. Was ihr noch machen könnt. Oh ja, gut. Ich mag immer die Leute, die hier wirklich. Oh ja, oh ja, 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 ja. Siehst du? Das Schwein, das ist brandgefährlich, Leute, wirklich. Lasst sowas. Geht hinterm Bus vielleicht vorbei. Wenigstens auf der Straße seid, aber nie vorm Bus. Ihr wisst nie, wer ihr vorbeirast. Nee, ihr könnt doch positive Punkte sammeln, indem ihr halt Fahrkarten kontrolliert. Jetzt, wenn jemand. Oh. Hallöchen. Hi. Ich wollte mich eigentlich gar nicht zu Ihnen setzen. Also gerne. Den Bus. Ah, hier. Wenn ihr mal natürlich eine Fahrkarte habt, kriegt ihr keine positiven Punkte. Wenn ihr mal schwarz fahren solltet, also ohne Fahrkarte, dann gibt es einen Punkt, weil ihr diesen erwischt habt. Nee.
Die junge Dame hier? Auch nicht. Auch nicht. Ah, hier, guck mal, da. Fahrgast oder Fahrkarte erwischt und ja, damit sammelt ihr halt Punkte. Und das ist vielleicht auch gerade wichtig, wenn ihr halt vielleicht wirklich mal zwischenzeitlich ein paar Minuspunkte bekommt, einen Unfall baut und so weiter, dann kriegt ihr halt nochmal extra Punkte. Also ihr könnt dann ein bisschen eure schlechte Bewertung, die ihr vielleicht jetzt erfahren habt, ein bisschen aufwerten. Gut, so viel dazu. Das war ziemlich erfolgreich gewesen. Jetzt geht's weiter zur dritten Haltestelle. Wir müssen mal gucken, was ist denn hier los? Ah, es geht weiter. Okay. Auch schön, das ist immer ganz lustig. Bei der Xbox ist es zum Beispiel so, dass ihr die Spiele quasi wieder dort weiterspielen könnt, wo ihr aufgehört habt. Auch wenn die Konsole aus war und die Konsole wieder neu startet. Da kann es aber sein, wenn ihr das Lenkrad angeschlossen habt, dass das Lenkrad zwar an ist, aber das Force Feedback ist aus. Könnte man höchstens mal auf den Home-Button drücken. Gucken, dass man vielleicht damit nochmal hier auf A drückt. Aber jetzt ist zum Beispiel trotzdem das Force-Feedback aus. Das ist gerade lustig zu fahren. Muss man sich daran gewöhnen. Man darf halt nicht vergessen, selbst wieder in die Nullstellung zu lenken. Okay, der wartet auf uns. Das ist sehr lieb. Weil sonst schnellt es ja von alleine halt in die Nullstellung. Das macht er jetzt hier gerade nicht. Aber ich sag jetzt mal so, für unsere kurzen Lösungsansätze reicht es hier vollkommen aus. Gerade auch hier bei den kurzen Routen. Das ist vollkommen ausreichend. Ich habe doch bis jetzt wieder... Obwohl wir hier bei der Kartenerweiterung sind, selten hier Tiere erlebt, weil hier springen euch auch Tiere entgegen. Und da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, bremsen, nicht so schnell fahren. Wir müssen sowieso nicht so schnell fahren. Ich würde mir hier ein paar Sachen wirklich wünschen. Es gibt so ein Spiel, das heißt zum Beispiel Bus Driving Sim 22. Es hat ein paar coole Features, wie zum Beispiel zu hartes Bremsen erschreckt die Fahrgäste und dafür gibt es Minuspunkte. Wäre cool, wenn es auch sowas hier geben würde. So, mal gucken. Ja, jetzt eine perfekte Halteposition. Gutes Timing. Sehr schön. Eine Fahrkarte, bitte. Oh, hoppala. Natürlich, die kriegst du aber noch. War die falsche Taste gewesen? Wie gesagt, komm gerade. Ja, du, ich fahr doch. Mann. Meine Fresse, ey. Kann man denn da so ungeduldig sein? So, nächste Halt ist schon Hazel Hotel. Werden wir bestimmt nicht gleich auf Stufe 3 aufbessern können, zumindest nicht mit der Fahrt. Obwohl, es kann sein, dass wir schon Stufe 2 haben. Obwohl ich da noch nie angefahren bin. So, Hazel Hotel. Nee, stimmt, hier sind wir auch noch gar nicht groß angefahren. Ist aber eine schöne, schöne Gegend, muss man echt mal sagen. Hier aufpassen, nicht so schnell rüberfahren. Gibt auch Minuspunkte. Und ich glaube zu meinen, so wie wir jetzt gerade gefahren sind. Oh, das ist die Tiere Straße überquert. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hupp. Schwein gehabt. Aber so wie es gerade lief hier, die Route, denke ich mal, das gibt locker 5 Sterne. Wenn jetzt sogar 100%. Und apropos, je zufriedener eine Strecke ist, desto mehr Geld kriegt ihr auch. 4 Sterne nur? Also es hat gereicht, aber es war perfekt. Als hätte Gott ein Lenkrad vor sich. Na gut, halt nicht. So. Jetzt gucken wir mal, wir haben Hazel schon auf Stufe 2. Was ihr jetzt machen könnt, ganz simpel, ganz einfach. Ihr könnt natürlich die Route jetzt nochmal fahren und nochmal und nochmal und nochmal. Aber ihr könnt auch Folgendes machen. Wir gehen jetzt mal auf unsere erstellte Route und bearbeiten die mal. Und setzen mal jetzt unser Hazel Hotel kurz mal hier einen Klick auf A. Und nehmen jetzt mal alle Haltestellen, die vor Hazel Hotel sind. Klicken einmal rauf, da deaktivieren wir sie. Wieder aktivieren, dass sie nach ganz unten landen. Zack. Ja, erhöhe Route der Stufe 2. Und hier auch. Und jetzt das Hazel Hotel ganz oben. Mit X übernimmt ihr das Ganze. Und jetzt fahrt ihr diese Route, beziehungsweise springt mit einem anderen Bus. Also nicht mit dem, den ihr jetzt habt, nicht mit dem hier, sondern nimmt einen komplett anderen Bus. Zum Beispiel hier die Mercedes-Benz. So, Hazel Hotel, hier sind wir. Vor uns ist noch ein Kollege. Müssen wir mal kurz nochmal abwarten. Wir stellen schon mal so ein bisschen bereit. Und ihr kriegt nämlich schon Erfahrungspunkte, wenn ihr alleine schon an dieser Haltestelle spawnt und die Türen aufmacht. Das reicht vollkommen aus, weil ihr Fahrgäste reinlasst, kriegt ihr schon Erfahrungspunkte und könnt somit eigentlich schon das Hotel aufleveln. So. Und das macht ihr jetzt immer wieder. Nehmt euch immer einen neuen Bus, weil erst dann spawnt ihr. Wir nehmen uns jetzt einfach mal, voilà, den hier. Und da seht ihr, Stufe 3 haben wir erreicht. Einmal Rechtsklick und schon ist es geschafft. Die Hotelbesitzer haben angerufen. Sie sind super zufrieden mit deinen neuen Busrouten. Wir haben dem Tourismus umweltfreundlich auf die Sprünge geholfen. Ist das nicht toll?
Die Wasserqualität verbessert sich im Zusammenhang mit ihren Bemühungen. Dadurch hat mein Team jetzt mehr und mehr zu tun. Es könnte eine Pause brauchen. Können Sie da helfen? Wir könnten die Verbindung zwischen Otter Rock und Hazel Creek verbessern. Dann kann das Team sich einen freien Tag in der Natur gönnen. Ja, wir können alles machen, was ihr wollt. So, Karterweiterungsmission. In der nächsten Folge wird es dann sehr interessant. Da auch schon mal ein bisschen mehr zu erleben, nämlich Zeltengene. Verbinde neue Haltestellen mit deinem Streckennetz. Verbinde die Stadtteile Otter Rock, Damm, Hazel Creek mit einer Route mit Stoßzeiten am Morgen bzw. am Abend. Erhalte 2 Zahltage auf einer Route, welche die Stadtteile Otter Rock, Damm und Hazel Creek, also die, die wir oben haben, verbindet. Und bediene eine Route zwischen den Stadtteilen Otter Rock, Damm und Hazel Creek innerhalb von 10 Minuten. Also auch eine schöne Aufgabenstellung, die wir uns sehr einfach gestalten können. Aber das alles in der nächsten Folge. Ich denke mal so in 2, 3, 4 Tagen. Dann kommt die auch. Lasst gerne einen Kommentar da. Ein Like würde ich mich freuen. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Und wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge bestimmt auch, wenn es darum geht, ja, die Schulbusmission zu absolvieren. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.